Das Wasser in den Seen um den Boden verdampft durch Wärme von den Sonnenstrahlen. Diese Wärme wird in den Himmel mitgenommen. Im Himmel, wo die Wolken entstehen, ist die Luft kühler. Wenn Wolken entstehen, ist die Luft mit Wassermolekülen gesättigt. Aus dem Wasserdampf bilden sich kleinste Wassertröpfchen, die sich an den Aerosolen sammeln. Aus dem Wasserdampf bilden sich wieder Wassertröpfchen. Dabei gibt der Wasserdampf die Wärme an die Luft ab. Die Luft wird wärmer und steigt weiter auf. Dabei nimmt sie die Wassertröpfchen mit, die sich mit den Aerosolen verbunden haben. Auf dem Weg nach oben stoßen die Wassertröpfchen zusammen und bilden große Regentropfen. Irgendwann ist der Regentropfen so schwer, dass er runterfällt. Der Wissenschaftler spricht vom Warmregen. Genau, wenn es Warmregen gibt, gibt es auch kalten Regen. Kalt ist der Regen deshalb, weil seine Regentropfen in den ganzen Prozess zuvor gefroren waren.